Du bist Feldjäger, 50er Linse, Laserentfernungsmesser, 640er Sensor. Wenn es dich interessiert, dranbleiben. Hi, hier ist Marco von Wärmebild24. Neues Gerät von InfiRay. Was haben wir da Schönes? Wieder ein Finder. Kennen wir ja schon vom FH35R, V1, V2 und so weiter. Jetzt neu. InfiRay Finder FH50R V2. Ja. Keiner weiß, warum V2, wenn eine erste Version gab es ja nicht. Aber die werden sich dabei schon was denken. Für wen ist das was? Für den, der auf dem Feld jagt. Bisschen höhere Grundvergrößerung, dreifache Grundvergrößerung, 50er Linse. Und wir gucken einfach mal zusammen ins Paket, was ist da alles drin. Ich erzähle euch ein bisschen was zum Gerät. Quickstart-Bedienungsanleitung dazu. Natürlich auch wieder bei uns im Kundenkonto. Also nicht nur das Heftchen, sondern im Kundenkonto einfach mal gucken. So, und dann haben wir hier schon das Gerät an sich. Das packe ich mal nach vorn. Wir haben hier so einen Stecker. Ist auch nicht immer mehr, also auch nicht überall mehr dabei. Meistens nur das Kabel dabei und der Stecker fehlt. Hier ist der Stecker mit dabei. So, und dann haben wir hier vorne das Kabel. Ein Ersatzakku. Ein Akku ist schon im Gerät drin. Eine Ladeschale, wo ich zwei Akkus laden kann. Putztuch. Trageriemen für die Tasche, Trageriemen fürs Gerät, aber das ist halt auch nur so eine Handschlaufe. Da würde ich auch von uns das thermale Neckband nehmen. Das kann ich unten reinschrauben, kann es bestimmt um den Hals hängen. Also das macht sich wesentlich besser. Ja, und hier nochmal ein Kabel und nochmal eine Handschlaufe als Ersatz, falls mal eine Handschlaufe verloren geht. Wer kennt es nicht? Wie oft verliert man eine Handschlaufe? Zum Gerät selber. Deckel ist wieder aus Plaste, aber hat halt auch so einen Magnetverschluss, schließt das schön sauber ab. Wo man halt aufpassen muss, habe ich den Deckel auf und bin hier vorne vor dem Laserentfernungsmesser. Ja, misst der natürlich nicht. Genau das gleiche habe ich auf der Rückseite. Das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp. Ich habe hier einen Sensor drin, der erkennt, habe ich das Gerät vorm Gesicht oder habe ich das abgelegt. Und wenn ich die Gummimuschel rumdrehe, ja, ist natürlich permanent mein Display in Standby, wenn das angeschaltet ist. Und ich denke, ah, okay, mein Gerät geht nicht. Also nur so als kleiner Tipp nebenbei. Kann hier vorne wieder fokussieren. Hier hinten habe ich einen Dioptrienausgleich. Nicht hier verbaut, sondern als separates Stellrädchen. Das macht sich auch sehr gut. Habe hier den Wechselakku. Ja, so ein Wechselakku, der Hersteller sagt 5 Stunden. Das haben wir noch nicht geschafft. Aber so 3,5 Stunden im Schnitt hält dann doch schon der Akku bei vollen Betrieb, ohne dass ich es in Standby schalte. Laserentfernungsmesser funktioniert auf 600 Meter, das auch sehr gut. Da haben wir eigentlich keine Probleme mit. Von der 50er Linse, natürlich klar, der auf dem Feld jagt, hat hier einen riesen Vorteil. Das ist schon ein bisschen größer durch die Grundvergrößerung. Ja, also das ist schon wieder sehr, sehr gut gemacht. 640er Sensor ist drin. Was haben wir noch? OLED-Screen haben wir drin. Von daher, wie wir es kennen beim FH35, sehr gute Qualität. Wir haben wieder WLAN an Bord, haben einen internen Speicher, können wieder Foto-Videos aufnehmen. Zoom-Stufe haben wir von 3 bis 12-fach, also 3 ist die normale Grundvergrößerung, können bis 12-fach hochzoomen. Obwohl wir aber da sagen müssen, je höher der Zoom, desto schlechter wird da auch die Bildqualität. Von der Größe ist es doch noch schön handlich und kompakt. Ich kriege es noch gut in der Tasche, also das passt. So, wir legen natürlich das Gerät für euch nochmal auf die Waage. Der Hersteller gibt es mit 500 Gramm an. Wir gucken einfach mal, stimmt denn hier die Herstellerangabe mit dem Gerät überein? Und wir sind hier bei, ja doch, 506 Gramm. Also das stimmt, was da der Hersteller angibt mit dem Akku. Ansonsten habe ich unten einen Anschluss, ein USB und ein Mini-HDMI. Also ich könnte es direkt an den Screen anschließen. Habe hier wieder die Aufnahme, entweder für ein Stativ oder das Thermal Neckband. Ist eigentlich alles dran, was man braucht. Und der Feldjäger ist halt mit dem Gerät sehr gut beraten. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert. Bis dahin, bleibt mal Teil, euer Marco.